Hallo Leute, ich bin Arnulf und willkommen zu einer weiteren Folge von Resident Evil 3 Remake Game Mods. Ja Leute, heute gibt es einen weiteren Mod für euch. Also für Jill. Allerdings, dieser Mod. Also in dem Mod ist nicht nur der Outfit ziemlich cool, was ich eigentlich am Schädel meine. Also ich meine den Schädel am den Arm. Finde ich ziemlich cool. Auch die Haaren, ja, weiß. Ja. Nach so vielen Kämpfen mit den Zombies ist Jill jetzt ein bisschen sehr weiß geworden. Aber es gibt noch etwas, was dieser Mod, also was in diesem Mod drin ist. Das kommt später. Das werde ich heute mal zeigen. Also das will ich nicht vorenthalten. So, los geht's. Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine... Also mal kurz, Leute, dieser Mod heißt Jill Evie Valentine. Also unsere Jill cosplayt irgendwie eine Evie aus irgendeinem Spiel, den ich nicht kenne. So, jetzt gibt es einen Schockslam noch. Schockslam. Jawohl. Guter Wrestling. Ich muss lachen. Immer wieder. Was ich damit meine. Warum in jedem Game, in jedem Film, wenn der Endgegner den Hauptcharakter trifft, dann fängt an Wrestling. Also dann fängt an rumschmeißen, nicht töten. Also seien wir ehrlich, ja, so ein Ding wie Nemesis, die würde sie, also der würde Jill in 3 Sekunden auseinanderreißen, wenn er sie hochhebt und dann Körper einfach durch zwei teilt. Aber nein, der muss erstmal hier Wrestling machen, erstmal rumschmeißen und dann erstmal und dann am Ende ja, auf die Fresse bekommen. Ja, wenn er schon am Anfang sie fertig gemacht hätte. Ja, zum Beispiel, jetzt kommt Scorpion. Komm her. Und Jill hatte immer Glück und rennt davon. Und jetzt nur noch ein bisschen hier abwarten. Ja, komm. Der hinterher kommt. Das begreife ich bei den Gegnern nicht. Also bei den Endbossen in dem Fall. Ja. Ja, ich weiß, was ihr jetzt sagt. Ja, dann wäre das Spiel zu gut und fertig. Ja. Dann macht es einfach anders. Macht einfach, dass die am Ende erstmal den Nemesis zu sehen bekommt. Oder irgendwie auch in der Mitte von mir aus, wo man wirklich davon wegrennen muss. Aber nicht so, dass er sie kriegt und dann fängt an rumzuwerfen. Wie blöd. Jo, wir sind draußen. Die laufen da hin und her. Und der ganz locker. Jill, komm mal her. Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Ja, hast du recht. Ich hab gerade Cosplay gemacht und dann kam diesen Ding. Ich hoffe, dass YouTube mir das nicht streitig macht. So, ja. Das Outfit, der gefällt mir total. So, vor allem diesen Schädel da. Cool. Aber wie gesagt, in diesem Mod gibt's noch etwas. Das werde ich euch zeigen. Brad, pass auf! Hier rein! Zombies.
Weg, 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 weg. Rein da. Die Tür hinten, los! So, jetzt kommt das Programm angebissen. Und zwar Brett wurde angebissen. Lecker. Lass uns hier abhauen. Komm, Jill. Du weißt, wie das endet. Nein, tu ich nicht. Sind wir noch ein Team? Immer. Und versau's nicht wie ich. Geh! Ja, okay. Tschüss, Brett. Ich muss mal. Dann. Das tut dir nicht. Du Zicke. Warum ich sie Zicke nenne, werdet ihr später erfahren. So, jetzt erstmal umschalten auf etwas größeren Kaliber. Jetzt gibt's erstmal Blei ins Maul. Nachladen, da kommt noch einer. Tja. So, ihr Schweine. Kommt rein und heult eure Portion Blei, Mann. Oh. Ist was umgefallen. Die lasse ich da. Da werde ich gar nicht Munition verschwenden. Ein Parkhaus. Okay, komme. Wer bist du denn? Aus welchem Spiel bist du denn? Entlaufen. Welche Sicherheit? Ich gehe da nicht raus. Da hast du recht. Wirklich sicher ist es nur hier drin. Aber wenn die Bomben fallen, dann hilft dein Bunker auch nicht. So, jetzt will ich euch, hier sieht man ganz schlecht, aber jetzt will ich euch etwas zeigen. Und zwar, Leute, wenn man den Messer ausrüstet, hat sein Schwert. Und dieses Schwert, also, nimmt die ganze Länge. Also, das heißt, man muss nicht hier auf der Länge des Messers gehen, sondern dieser ganze Schwert ist wirklich real, also nicht so, dass man erstmal auf der Länge des Messers zum Gegner gehen muss. Kann ich auch machen. Warte, nicht umdrehen. Ich wollte eigentlich eins drücken. So, jetzt. Guten Tag, mein Herr. Mal weiter. Bah. Hilfe. Das ist mein Blei. So, das war's. Keine Munition mehr. Komm da durch. Ja. Du hast ein Schwert, benutzen auch. Der hängt irgendwie. Also, wenn sie in der Hand nimmt, hängt er nie so klein da seitlich. Oder verkleinert sich wegen dem Gewicht. Wenn sie nicht so viel Gewicht tragen muss. Hey, steig auf! Hey, steig ein! Steig ein. Genau so ist es. Hey, wartet auf mich! Oh, Mist. So eine Scheiße. Oh, Moment. Och nee, dieser Arschloch verwirrt mich jedes Mal die Flucht. Dann muss ich jedes Mal das alte Auto benutzen, die
der nicht mal einspringt, weil man also gleich mal einspringt. Man muss schon sauer werden, damit es einspringt. So. Jetzt bin ich dran, Arsch. Ja, komm. Hier. Und runter. Und Gas drücken, Gas drücken. Abflug. Au, 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 au. Das arme Auto. Jetzt hast du ihn zum Schrott gefahren, Jill. Und jetzt kommen wir zu meinen Zicken-Problem. Also, dass Jill eine Zicke ist. So, jetzt erstmal zu der Rettung von Jill. Und dann zu ihrer Zickigkeit. Ja, also Carlos, ich glaube, Carlos, naja. Hey, Arschloch! Okay. Carlos war lange nicht beim Friseur. Ich rette dich. Was machen sie? Bringe dich in Sicherheit. Ah, der versucht dich umzubringen, Jill. Das muss doch. Dummheit muss doch weh. So, jetzt du die Zickigkeit. Ich glaub, wir sind sicher. Der hat ihr geholfen. Wir bringen Überlebende ja, hierher. Versucht weiterhin zu helfen. Ja? Meine Jungs haben also aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ich meine jetzt, in dem Moment. Die sicher. Hier, geht schon. Und die so hier zickig. Geht schon. Die hat gerade von dem Dach, ist gerade runtergeflogen. Der hat versucht, ihr zu helfen. Und dann, die Zickigkeit geht weiter. Ja, ein Mann hat sie gerade gerettet. Gefallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Jetzt fängt die Zickigkeit an. Ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service, kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Was kann Carlos dafür? Mal eine kurze Frage. Was zur Hölle kann Carlos dafür? Gegen Umbrella? Okay, gegen Umbrella, ja. Keine Firma ist für diese Infektion verantwortlich. Aber doch nicht Carlos an sich. Über den ganzen Kram weiß ich nicht. Und die zickt rum. Mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Der hat sie gerade gerettet. Also Carlos hat sich gerade überlegt, warum habe ich diese Zicke gerettet? Also so wäre ich, ja? Ich rette in einer Zombie-Apokalypse einen Menschen. Die fängt an zu zicken. Ich hätte ihr eine Kugel gegeben. Also, ich verstehe, dass sie auf Umbrella sauer ist, ja? Aber doch nicht auf Carlos, der sie gerade gerettet hat. Und es geht noch weiter. Hier, bitteschön. Hey, Cap. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Was ich auch nicht verstehe, wie der heißt. Entweder Michael oder Victor. Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Michael Victor. Mein Team ist hier. Ja, wie heißt er eigentlich? Victor oder Michael? Okay. Und wie läuft's bislang? Sieht ihr das? Komplett abgeschnitten, isoliert. Diese Zickigkeit die geht noch weiter. 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Tortur. Und tot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlebt. Ja, der hat nur zwei Leute noch. Übrig. Der dritte wird ja sterben. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun. Wir tun alles, ja, das war gerade eine gute Antwort. Also, ja, wir tun alles, was in unserer Macht ist. Die sind ja nicht schuld, der hat die ganze Kolonne verloren. Das ist diese Umbrella-Scheiße.
Aber... Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite. Nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Chief. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Das ist so eine richtige Chicke. Ich weiß, was das ist. Und er überlegt sich, warum habe ich dich gerettet? Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Ist gut. Also ich hätte ihr einen Kugel gegeben. Mir wäre eine Kugel nicht zu schaden. So eine Ziege zu retten war ein größtes Fehler aller Zeiten von Carlos. Na warte. Ich habe doch was vergessen. Hier noch. Ich weiß auch nicht, warum ich das einsammle, weil... Ich starte ja von einem Punkt immer wieder, weil es geht nur um die Mods, also es geht nicht so um Spiele. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterwerk, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Alles auf. Dann. Achso, ja. Ja, ich weiß. Ich hab was vergessen. Das war ein kleiner Schlachtermesser da. So. Und ja. Das noch. Ich weiß nicht, warum ich das Ganze aufsammeln habe. Naja. So, ansonsten Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wisst, was zu tun ist, bis zum nächsten Mal. Euer Lone Wolf, haut rein. Ciao.